Hallo und herzlich willkommen zur 7. Staffel von Das Recruiting Mindset. 7. Staffel, das sind so viele Finger, also unglaublich. Ja, lass uns zu Beginn doch mal, Flo, über die 6. Staffel reden, nachdem, weil das war schon ein ziemliches Brett, was wir da gemacht haben, auch ziemlich cooles Feedback, fand ich. Nachdem ich es nicht versäumt habe, nochmal einfach Danke zu sagen für den Support. Gerade die 6. Staffel, mega explodiert von den Zahlen, von allem drum und dran. YouTube, wer uns noch nicht folgt auf YouTube, die Glocke aktivieren, ne? Abonniert die Glocke. Ja, ja. Und einfach uns folgen, damit helft ihr uns sehr. In diesem Sinne, Flo, lass uns mal über Staffel 6 kurz reden. Ne? Heftig. Wahnsinn. Also es war geisteskrank in Dubai, muss ich ganz klar so sagen. Auch wie du schon sagst, die Resonanzen, auch was den YouTube-Kanal betrifft. Wir haben einige Folgen, die im fünfstelligen Bereich jetzt, was die Zuschauerzahlen betrifft, dann angeht. Also das ist ja Wahnsinn, was da einfach passiert ist. So, jetzt sind wir natürlich wieder back to the roots in Frankfurt. Nichtsdestotrotz, aber ich glaube, das hat uns nochmal, ja, ganz woanders hin katapultiert und uns auch gezeigt anhand des Feedbacks, dass es natürlich cool angekommen ist. Auch der Vlog war geil, hat riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, die Kostüme sind auch gut angekommen, aber da haben wir auch gutes Feedback bekommen. Also von daher, Kostüme. Mit Kostümen ein traditionelles Gewand. Wollte gerade sagen. Ich habe jetzt falsches jetzt gesagt, aber sorry. Nein, also es war geil. Ich freue mich auf die 7. Staffel. Wir ballern natürlich jetzt alles raus, was rauszuballern ist. Wir haben geile Themen, wir haben coole Gäste. Lass uns loslegen. Ja, wir haben schon gesagt, wir gehen ein bisschen back to the roots. Wir haben weniger Gäste in dieser Staffel, bewusst weniger Gäste und gehen mehr auf Know-how, mehr auf Wissen pumpen, mehr auf raushauen und mehr auf, ja, Dinge, die ihr direkt umsetzen könnt. Absolut. In dem Sinne, starten wir. Starten wir. Erstes Thema, erste Folge, 7. Staffel. Hate im Internet. Wir sprechen heute über Hass, die dunkle Seite der Macht. Und lass uns mal über das Thema wirklich eintauchen. Es ist ja schon ein nerviges Thema, ein Phänomen auch. Wenn du schaust, man muss es, jeder, der da draußen zuschaut, das wird das Thema kennen, egal was, ob ihr selbstständig seid, angestellt, was auch immer ihr tut, ob ihr in sozialen Medien vertreten seid, egal auf welchem Portal. Sobald du ein bisschen rausgehst mit deiner Meinung, hast du irgendwelche Idioten, die meinen, ihr ungefragt ihre Meinung dazu geben zu müssen, die teilweise noch echt strohdumm ist, das kann man gar nicht anders sagen. Real Talk. Es ist absolut Wahnsinn. Wir zum Beispiel, bevor ich dir das Wort gebe, wir haben so viele wirklich großartige Kunden mit einer wirklich einmaligen Botschaft, mit Know-how, mit Spirit, mit Esprit, mit allem, was irgendwie Charme, was man braucht, um irgendwie jemand mitzunehmen auf seine eigene Reise und auch einen Nutzen zu geben. Und wir haben Menschen zwischen 20 und Ü 50, die nicht rausgehen in den sozialen Medien, die es vermeiden, Videos zu machen, vermeiden, ihre großartige Botschaft rauszutragen, weil sie Angst haben vor den Reaktionen von irgendwelchen Pfeifen. Ja, aber also klar, wir haben das jetzt so ein bisschen auf das Thema, okay, Hate im Internet bezogen, aber eigentlich geht es ja auch allgemein darum. Aber ich sage in einem Satz, man muss da drüber stehen. Man muss da drüber stehen, weil es gibt immer drei Arten von Menschen. Die, die dich mögen, die, die dich nicht mögen und die, die neutral sind. Und ich sage, konzentriere dich auf die Leute, die dich mögen und die neutral sind. Und die, die dich nicht mögen, auf die musst scheißen. Weil du kannst es sowieso nicht jedem recht machen. So. Und da geht's ja auch los, klar, die haten dich an. Im Internet ist es ja auch viel, viel einfacher. Da denkt ja jeder, wie man immer so schön sagt, der ist dann Internet-Rambo. Da denken ja die Leute, sie können sich alles erlauben. Aber da musst du trotzdem drüber stehen, weil du wirst immer mit irgendeiner Sache, ich kenne ja da ganz, ganz viele, Grüße gehen raus an Sarah Secret, die hat's auch gut gesagt, da gibt's immer irgendwelche Leute, die dich haten, die nicht mögen, was du machst und was du sagst. So. Und dann ist es einfach so. So, aber was willst du machen? Willst du dich mit denen anlegen? Willst du da Tausende von Kommentare hinterher schreiben? Ja, gehen wir auch gleich mal zur Sache, weil da sind wir, glaube ich, unterschiedlicher Meinung. Habe ich gar keinen Bock drauf. Scheiß auf die Leute. Ja, so, und da sage ich dir ehrlich, da bist du ja auch so ein Typ. Du kommentierst ja da auch viel, kannst ja vielleicht kurz mal was zu sagen. Kann ich zum Beispiel gar nicht nachvollziehen. Ja, also grundsätzlich bin ich voll bei dir. Du musst drüber stehen. Es darf dich nicht berühren, das ganze Thema, weil es auch keinen Grund hat. Das sind Menschen, die dritte Gruppe, finde ich sehr geil, haben wir auch in Folgen schon rausgehauen. Die dritte Gruppe Menschen, die dich nicht mögen. Die zweite Gruppe, denen du egal bist, vollkommen neutral, positiv wie negativ, die kannst du erreichen. Die Leute, die dich gut finden, die erreichst du ohnehin. Die Leute, die dich einfach scheiße finden, da könntest du Krebs heilen. Das ist vollkommen egal. Die werden dich nicht mögen. Die werden dir noch irgendwas nachhauen mit dem Ganzen. Ich bin, nochmal, ich bin bei dir, dass man da drüber stehen sollte. Ich bin auch bei dir, dass ich sehr viele Kommentare, fast alle kommentiere,
Tiere tatsächlich. Und und da sogar, jetzt kommt das Geständnis des Jahres, sogar Spaß dabei. Ja, aber dir geht doch einer ab dabei. Sag, muss ja, mal sagen. Ich kann dir sagen, dass ich Spaß dabei habe. Das ist der Punkt dabei. Mich freut es unglaublich, wenn irgendwelche Internet-Rambos sind wir dabei, ihre Meinung ungefragt raushauen, die, wie eben schon gesagt, strohdumm ist noch, ist wirklich noch geschenkt irgendwo. Weißt du, ein IQ von 10, ein Apfel braucht einer von 15, um zu rollen überhaupt. Und die nehmen sich raus, dich zu beurteilen mit irgendwas, was sie selbst niemals auf die Beine stellen können. Und ich sag dir jetzt, warum ich mir die Zeit wirklich nehme. Für mich ist es ein bisschen... Erklär mir das mal. Und genau, ich erkläre euch das ganz genau. Und auch das muss keiner teilen. Kommentare bitte, Hate, auch hier unten ist die Spalte, wenn ihr runterschaut, haut mal raus. Mich auch schön markieren, dass ich antworten kann. Da kommentiert alles. Schön markieren, dass ich euch sagen kann, was genau bei euch falsch läuft. Ich nehme mir das tatsächlich raus, weil ich es als Teil meiner Aufgabe sehe, genau diese Kunden, von denen ich gerade gesprochen habe, zwischen 20 und 50 plus, die den Mut nicht haben, das zu tun, ne? Die raus. Und für mich ist es eine, nennt es wie das wollt, für mich ist es eine ehrenhafte Mission, für genau die Menschen einzustehen und den Jungs einfach mal Feuer zu geben, dagegen zu gehen, denen zu sagen, was sie für klitzekleine, piepen wir? Wir piepen. Penisse, die haben. Also absolut unglaublich, was ihr euch rausnehmt. Und dann schaut euch mal die Bilder an. Also Klassiker ist ja so, diese Pummelfee 85 hat gerade kommentiert, dass es interessiert mich nicht, Pummelfee 85, was du von mir hältst. Überhaupt nicht. Weißt du, am ersten dastehen, einen Scheck vom Bürgergeld abholen, es interessiert mich null, was ihr tut. Und ich werde es euch sagen, ich werde euch die Reihe wegsagen, was ich davon halte mit dem ganzen Thema. Und ich werde es schreiben. Und die Reaktionen sind unterschiedlich von Menschen. Das sind übrigens auch Leute im privaten Leben, so im richtigen Leben, die gehen auf die Seite, wenn du den Raum betrittst. Aber im Internet haben sie eine Meinung, weil sie hinter irgendeinem tollen Pferdefoto versteckt sind oder so einem Hundewelpen, was irgendwie da rumbellt und sich Wunder meinen, was sie erlauben können. Im richtigen Leben, so groß mit Hut, die Zähne nicht aufkriegen und schön nicken, wenn jemand einen Raum betritt. Das kann man ruhig auch mal so deutlich sagen. Die Folge, die ist prädestiniert dafür. Alleine die Reaktion. Manche melden sich gar nicht, manche halten dann dagegen. Vor kurzem war einer wieder da, hat jemand anderes einfach gedisst, da habe ich mich reingehängt, waren Bekannte von mir, die haben ein Auto bar bezahlt, da kommt der erste, ist ja nichts Besonderes. Alter, ist doch scheißegal, es geht dich auch nichts an. Das war ein Audi, ich glaube, was war ein A4 oder ein A3, ich weiß es gar nicht. Irgend so ein kleiner Jungspund, ein RS3 fahren, dann guckst du ins Profil rein. Also A, oh mein Gott, weiß deine Mama, dass du hier bist, so alt wie du bist. Dann arbeite am Autohaus, irgendein Mitarbeiterrabatt, Glückwunsch, den hast du nicht bar bezahlt, du Lappen. Und das ist einfach ein Punkt, ich kann das nicht haben, ich kann es nicht sehen. Fertig. Und dann bin ich auch mal ruhig genug. Recht jetzt. Also das, ich könnte ewig so weitermachen, das muss man auch so sagen. Und ich mag es nicht. Vor kurzem, total, Grüße gehen raus an Kevin, droht er mir. Junge, ich komme nach Dubai, ich bin dein Ende, mein Schatz. Alter, guck doch mal in dein Profil. So, scheint groß zu sein, steht er nicht dabei. Steht er so gebückt immer da. Du kennst schon kein Selbstvertrauen. Immer kleiner machen, dass man nicht so auffällt. Aber im Internet so ein Maul, mein Ende sein, Junge. Jetzt hast du mal abgeledert, was ja vollkommen richtig ist. Ich kann halt einfach nicht verstehen und die Theorie vertrete ich so ein Stück weit, ja, dass ich mir überhaupt Zeit nehme dafür, um mit so einen Leuten zu korrespondieren. Habe ich gar keinen Bock und gar keine Zeit. Viel zu kostbar. Ich krieg genauso Hate. Und du weißt, ja logisch, so größer man wird, ja, mehr Leute haben dann irgendeine Meinung zu irgendwas, wobei sie gar keine Ahnung haben. Aber das ist doch nicht meine Aufgabe, mich mit denen auseinanderzusetzen, um die dann umzudrehen. Also ne, ich finde es gut, dass du sagst, okay, meine Aufgabe ist so ein Stück weit, die zu stutzen. Aber du kannst sowieso nicht alle stutzen. Die haben ihre Meinung, sollen sie auch haben. So. Und ich sag ja auch, wenn bei mir irgendwie Hate kommt und das seh ich aber anders. Und wobei, muss man so ein bisschen auch differenzieren, wenn das natürlich konstruktive Kritik ist, dann ist es was anderes, da macht es ja Spaß, mit den Leuten dort einfach auch ins Gespräch zu gehen, weil jeder hat seine Meinung, das ist vollkommen in Ordnung, nur wenn es unter die Gürtellinie geht, dann hört es bei mir auf, aber dann bin ich auch nicht mehr dafür zu haben, da überhaupt mit den Leuten zu sprechen, so, und dafür ist die Zeit einfach zu kostbar, so, und wenn einer der Meinung ist, okay, alles klar, den Flo, die Fresse kann ich nicht mehr sehen, überhaupt gar kein Problem, bitte entfolgen, gar kein Thema. Ja, habe ich letztes Mal auch so einen Punkt gehabt, glaube ich, es war in meinem WhatsApp-Status, ich bespiele ja alle Kanäle bei Social Media, war auch ganz cool, das war gar kein Hate, aber da hat ein Kontakt bei mir, mit dem ich schon ewig lange keinen Kontakt mehr hatte, ja, er hat irgendwie geschrieben in den Status, oder zu dem Status, ja, Flo, alles super, aber reicht ja jetzt auch langsam.
Aber das war nicht unter der Gürtellinie. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, wenn du das irgendwie nicht mehr willst, musst du halt einfach weiterklicken. So. Also irgendwie, ich dachte erstmal im ersten Moment, der versteht den Mechanismus von Stories nicht. Dann habe ich, weil das aber nett war, habe ich ihm das erklärt. Du, pass auf, Herr Müller, gar kein Thema, aber dann einfach weiterscrollen oder du musst halt dann die Nummer löschen. Aber weil sonst werde ich immer wieder angezeigt. Du kannst einfach, na, hat er immer noch nicht verstanden. Nächstes Mal wieder bei auf die nächste Story. Ja? Also so ging das dann, wir haben es dann geklärt bekommen. Aber das ist halt so, das gehört dazu, da muss man drüber stehen. Nur ich bin bei Sarah Secret, was sie gesagt hat, wenn das irgendwann in so eine Richtung geht, wo es dann so ein bisschen, das nimmt einen mit, das geht mental rein, das geht Richtung Depression, ist ja alles ja, da. Ja, Wahnsinn. So, dann hört's auf. Und deswegen, glaube ich, müsst ihr euch halt ein dickes Fell aneignen, besonders für die Leute, die halt im Internet präsent sind, wobei eigentlich auch die nicht im Internet präsent sind, weil da gibt's auch Hate, habe ich eingangs gesagt. Du musst ein dickes Fell aufbauen. Du wirst nicht jeden erreichen, nicht jeder wird dich mögen, du willst auch nicht, dass das dich jeder mag. Ganz genau. Ist halt auch einfach so. Und ich bin nicht auf dieser Welt, um irgendjemanden klarzumachen, dass er vielleicht eine andere Meinung haben soll. Mir doch egal, soll er doch eine Meinung haben, wie er will. Ist doch vollkommen okay, vollkommen legitim. Und deswegen nochmal, um darauf zurückzukommen, habe ich keine Zeit dafür, irgendeine Kacke auf irgendwelchen Seiten zu kommentieren. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, ich kommentiere auch nicht viel bei Insta. Habe ich keine Zeit für. Ja. Wenn es konstruktiv ist, wenn es über der Gürtellinie ist, sehr, sehr gerne. Aber alles, was drunter ist, habe ich keinen Bock. Ja. Ich bin bei dir, wie gesagt, ich gehe gerade, du hast gesagt, ich kann nicht jeden zurechtstutzen, aber ich kann es versuchen. Und das ist der Punkt dabei. Haltet euch doch einfach raus und vielleicht auch da, guck mal, macht irgendein cooles Hobby, bevor ihr irgendeinen Scheiß kommentiert, macht irgendwas Nützliches und nicht, das ist auch für euch besser, für euren Geist, das ist für alle besser, das zu tun und vor allem hindert nicht andere daran, wenn sie Bock haben, ihren von mir aus Traum zu leben, ein Autobahn zu bezahlen, in Social Media zu gehen, Ratschläge zu geben. Wir müssen es doch nicht annehmen. Du hast es eben cool erklärt, Story-Funktion kannst du stumm schalten oben, Reels kannst du weiterklicken, alles cool. Aber ich kann es nicht verstehen. Ist deine Zeit nicht zu kostbar, um die Idioten, kann ich trotzdem nicht verstehen. Ich weiß, was du meinst. Also meine Zeit ist tatsächlich kostbar, die ist auch sehr gut eingesetzt. Ich habe mir einen Blog da rausgeplant, wo ich das mache. Ich mache es ja auch nicht bei jedem, manchen lasse ich da einfach raus. Aber für mich ist es tatsächlich der Auftrag, zumindest das in meinem Rahmen. Ich kann auch nicht den Welthunger stillen, aber ich kann trotzdem sehr viel soziale Projekte machen, was wir tun in der TPV, um wenigstens meinen Teil dazu beizutragen. Mhm. Und das ist mein kleiner Teil, zu sagen, ihr Vollidioten, lasst doch einfach die Leute in Ruhe, weißt du? Also muss man doch so deutlich sagen. Ist, das stimmt schon, ja. Und auch da vielleicht, wie du gesagt hast, wenn ihr da einen ganz coolen Spruch reißt und wirklich da dieses Grundschulvokabular auspackt, es interessiert mich nicht. Vielleicht auch das könnte man vielleicht dann rausschneiden und posten, muss ich nicht jedem Einzelnen sagen. Es interessiert mich nicht, was du von mir hältst. Aber es ist schon trotzdem krass, nochmal zum Abschluss, wir wollen ja kürzere Folgen wieder, ne? Schön viel Content, Input innerhalb kürzester Zeit, aber nichtsdestotrotz ist schon trotzdem sehr spannend, dass im Internet die Fresse immer so weit aufgeht und wenn die dann halt vor dir stehen oder in Real Life, die das überhaupt gar nicht so formulieren würden, dich A, vielleicht gar nicht ansprechen würden, so geht es erstmal los, aber wenn sie dich ansprechen, dann viel, viel softer. Also das ist mir auch schon sehr, sehr oft aufgefallen. Es ist halt leider so, deswegen so diese Anonymität im Internet teilweise, wie du schon sagst, das sind ja auch Fake-Profile oft. Ja, keine Ahnung, da musst du schon einen an der Waffel haben, um das überhaupt zu machen. Voll. Und zu viel Zeit, definitiv, da bin ich schon bei dir, aber ich bin wiederum bei mir wieder kein Bock, mich mit denen dann auseinanderzusetzen. Also deswegen alles gut. Du kannst ja machen, du bist ja dein eigener Herr. Alles gut. Ja, wir leben ja in Deutschland, wobei ihr seid ja in Dubai, aber da könnt ihr auch machen, was ihr wollt. Nein, Spaß beiseite. Wahnsinn, ja. Ja, vielleicht dann zum Schluss noch mal Sachen ein bisschen nutzen. Ich vielleicht ganz kurz für alle die Bock haben auf Social Media, die sagen, ich will da raus. Lasst es nicht an euch ran. Das sind Typen, wie gesagt, die leben ihr Leben. Das ist kein schönes Leben, was die leben. Einfach von Neid und Missgunst und Hass zerfressen. Das ist alles deren Problem. Wenn ihr Bock habt auf Social Media, macht, worauf ihr Bock habt. Fangt klein, ob ihr 100 Follower habt oder 300 oder 1000. Egal, geht raus mit eurer Nachricht. Ignoriert das einfach, macht da den Flohweg nicht meinen. Nehmt euch die Zeit nicht. Ignoriert das komplett, löscht die Kommentare von mir aus unter eurem Reel, unter eurem Video und vergesst das Ganze einfach. Macht, wozu ihr da seid. Macht, was euch persönlich großartig macht und geht raus mit eurer Botschaft. Absolut. Deswegen einfach nicht so viel geben, manchmal auf die Meinung der anderen und dann werdet ihr euren Weg gehen und ich glaube, es ist trotzdem wichtig, die Sichtbarkeit über Social Media aktuell und auch in der Zukunft umso mehr, glaube ich, dann trotzdem zu haben und da gehört es leider dazu, dass dann einer vielleicht auch mal sagt, okay, du bist ein Arsch,
dann ist es so, trotzdem weitermachen und drauf scheißen, oder? Absolut. Sichtbarkeit, hast du schön gesagt. Für mich die Währung der Zukunft, vielleicht sogar der Gegenwart schon aktuell. Egal was, gerade wenn ihr selbstständig seid oder irgendein Hobby habt, was ihr raus, eine Botschaft, die euch wichtig ist, ihr raustragen wollt. Sichtbarkeit ist genau wie Vertrauen. Eine Währung im Internet, die ihr braucht. Und deswegen hört nicht auf wegen Idioten. Ne? Ihr könnt alleine, wenn man da sieht, was du pitchen kannst, was du verkaufen kannst, wenn du eine vernünftige Audience hast, die Lust auf dich haben, die cool finden, was du tust, wo du cool findest, was die tun, wo einfach eine Community entsteht. Gib Gas. Geil, genau. Gib Gas. In dem Sinne, viel Spaß, viel Erfolg. Bis dahin.